herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Holy Kingdom. Wieder mal mit dabei ist der Gurubai. Hola. Haben wir die nicht rausgevotet? Hallo. Und die Anne, ihr habt sie schon gehört. Wir konnten mal hier nicht warten, bis sie an der Reihe war. Warte mal. Habt ihr mich rausgevotet? Also, nein. Ja, Quatsch. Also, der Dieter hat letztes gesagt. Dieter? Der Dieter Bohlen. Ach so. Was macht der eigentlich? DSDS. Ich glaube immer noch DSDS. Das Supertalent? Ist er nicht weitergekommen in seiner Karriere? Mensch. Doch, bis in Recall. Hast du richtig gesehen, dass sie das irgendwie auf den Alpen oder so jetzt drehen, die Sendung? Das habe ich jetzt auch letztens erst gesehen. Die machen das nicht mehr. Die machen nicht mehr die Live-Shows, so wie früher quasi. Sondern jetzt machen sie das. Die Welt, also um die ganze Welt. Ja, aber. Und singen dann überall so verschiedene Stellen. Auf den Malediven und am Ballermann. Ja, genau. Und da singen sie dann verschiedene Stellen und so und freuen sich einen Keks. Und dann muss der Zuschauer aber trotzdem voten. Und das wird dann live übertragen zu denen halt, die sitzen dann auf Kuba und wo die dann überall sind. Und das wird dann richtig schlecht gemacht. Also die Sendung mit eingekauften Fans und so. Also. Kriegen die Hallen nicht mehr voll oder was? Wahrscheinlich nicht. Da sind nur noch 20 Zuschauer oder so. Also müssen sie jetzt ins Ausland, ja. Weil da ihr Glück versuchen. Also, wer da jetzt noch glaubt, dass er da die große Karriere schafft, der ist überschuldet. Gehen dafür nicht auch Rundfunkgebühren drauf? Bei RTL nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Wird nicht Privatfernsehen, oder hier dieses Privatfernsehen eigentlich auch gesponsert, ein bisschen von den Rundfunkgebühren? Eigentlich ein bisschen. Nein. Kriegen die nicht einen Teil ab? Okay, dachte ich immer. Kriegen gar nichts. Soweit ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich werde sterben, Leute. Erklärt auch immer diese 15 Minuten Werbepausen bei 15 Minuten Sendung. Ja, aber damit haben die Öffentlich-Rechtlichen ja auch angefangen. Ja, und das ist, ne? Ist es einfach nur, weil die Leute keine Rundfunkgebühren zahlen oder reicht es einfach nicht? Das ist einfach, weil es kein Gesetz gibt, das das verbietet. Ja. Zusätzliche Einnahmen halt, ne? Es ist ja auch kein Gesetz, dass du die GEZ zahlen musst. Ja, darum machen das auch viele immer noch nicht. In der Hoffnung, dass es halt irgendwann ein Gesetz gibt, das sie davon befreit. Ja, weil es gibt halt ein Gesetz in Deutschland, das besagt, dass es nicht erlaubt ist, also dass es nur dem Staat erlaubt ist, Steuern zu erheben. Ja. Und so wie die GEZ jetzt im Moment halt sind, ist es sowas wie eine Steuer und das ist halt nicht erlaubt. Und darum bezahlen das viele Leute nicht, weil sie halt sagen, das ist gegen das Gesetz. Aber es ist ja immer noch nicht entschieden. Also ist das nicht genauso wie die Medienlizenz hier in Dänemark? Ja, genau, das ist GEZ. Nur, dass die Medienlizenz viel, viel höher ist. Ja, es ist nichts, also es ist kein Gesetz oder sowas, aber jetzt zum Beispiel hier von Scud, was ich zurückkriegen soll, ne? Sollte. Das hat jetzt mal die Medienlizenz einkassiert, ne? Ja. 200 Kronen, die ich zurückkriegen sollte. Das war richtig so. Ich bezahle das ja schon, seitdem ich hier wohne. Ja, ich verstehe einfach nicht für was. Ich wehre mich auch dagegen. Das ist, weil du ein Internet hast. Ja, aber super, dann sollten sie mir DR ganz sperren, aber ich gehe da nicht drauf. Oh, also Max. Deswegen, ich finde das immer noch eine Frechheit. Es ist aber auch Frechheit. Ich meine, wie lange haben die jetzt schon keinen Fernseher? Dann sollen die es im Bezahlservice machen, ganz einfach im Internet. Dann soll man zahlen dafür, dass man. Haben die doch auch. Ach, haben die auch? Ja, obendrein nochmal. Ja, siehst du, dann verstehe ich nicht, warum ich dafür zahlen soll. Na, jedenfalls bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn im schlimmsten Fall, wenn dann entschieden wird, okay, die dürfen das, dann müssen die Leute, was weiß ich, wie viel 1000 Euro nachzahlen, ne? Weil es ist ja nicht gerade wenig. Nein, was man da zahlen weil muss. Dagegen ist es dann, du kannst da nicht, weil so, nur weil das Gesetz geändert wird, dann plötzlich. Das Gesetz die wird ja nicht geändert, es wird ja nur diskutiert, ob es rechtskräftig ist. Und wenn beschlossen wird, dass es von Anfang an rechtskräftig war, also im Sinne von, von Anfang an hat die GEZ das Recht gehabt dazu, dann müssen alle Leute, die das nicht gezahlt haben, nachzahlen. Fertig aus. Das könnte aber ganz schön viel sein. Jo, ja. Ich hatte ja das Glück, ich musste nicht nachzahlen. Mich haben sie ja, vor meiner Tür standen sie ja und haben gesagt, hier. Das können sie halt bei uns nicht. Das ist ja das. In Deutschland machen sie das ja auch gerne, aber du musst sie nicht reinlassen. Nee, ich habe sie auch nicht reingelassen, aber der sagt, die wissen das halt, die haben halt das. GG. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Ich war Level 40 oder so. What the fuck, ganz schön langer Name. Ja, ich glaube, das war ein Boss. Hier in Dänemark kam ja so ein schönes Rundschreiben rum von wegen, du der Arme, der kein Internet, kein Handy, kein irgendwas hast, was mit die Nachrichten der Welt sehen kann, ne? Hier, wir haben dir mal einen Newsletter mit den geilsten Events des Jahres zusammengestellt. Weil du ja kein also dich selbst nicht informieren kannst, weil du ja nichts hast. Oh
Okay. War ganz lustig. Habe ich ja nicht gekriegt, ich zahle ja meine GZ. Nee, aber das war auch voll lächerlich, weil das haben ja sehr, sehr viele bekommen und das war einfach so ein dicker, also Hochglanzpapier gedruckter, also, ne, mit allen möglichen drinne. Nein, aber ich zahle es auch ab nächsten Monat. Ich habe mich angemeldet. Aber auf der anderen Seite ist es doch Problem. So, dass wenn jeder wirklich es zahlen würde, jetzt, also lassen wir es mal dahingestellt, ob es rechtskräftig ist oder nicht, dann wird es im Umkehrschluss müsste es billiger werden, dass es nicht billiger wird, das weiß ich selbst. Aber es, ja, der Gutdenker denkt, es wird billiger, aber das sind Kapitalistenschweine. Der Gutdenker. So. Das sind Kapitalisten, die gehen nach Geld. Warum sollten sie es billiger machen? Das kommen sie mit, die würden das wahrscheinlich noch erhöhen sogar. Wenn alle zahlen, warum denn nicht mehr rausmachen? Ja, kurz über lang finden sie ja immer Gründe, irgendwas zu erhöhen. Also das irgendwie, also das ist natürlich jetzt Argument gegen Argument und das ist halt dieses... Ich bin traurig. Weil du gestorben bist? Weil ich gestorben bin und die Sachen nie wieder kriegen werde. Und jetzt hänge ich schon wieder hier drin fest und ich habe keine Spitzhacke, Mann. Ist das da in der habe ich heute auch, als ich offscreen war. Jetzt muss ich hier mit meiner Hand einen Steinblock abbauen, weil ich keine Spitzhacke habe. Stunden später. Oh ja, Leute, Gott. Tut mir leid, dass es hier so langweilig ist, dass ich nur Strip mine, aber hier ist einfach... Gerade das. Ressourcenmangel hoch 10, ey. Der Strip hier, der ist richtig gut. Also, wer einen richtig geilen Strip sehen will, der geht jetzt mal zu Goro bei. Ohne Scheiß, ich hab sage und schreibe. Wo bist du denn? Ich bin beim Strip. Jimmy möchte auch den Strip sehen. Du bist im Lager? Ja. Was machst du im Lager? Frag nicht so dumm! Lagern, du brauchst Hilfe im Lager, Moment. Oh mein Gott. Was tust du da? Ich hab keine Spitzhacke. Nicht so dumm. Und ich hänge fest. Ja, danke. Du, der Hässliche. Du bist echt auch schnell gekommen. Das war mega nett von dir auch. Ich wusste nicht, dass du im Lager bist. Ach, warte mal, das ist die Stelle, wo Givi letztes Mal ausgelacht hat, dass man da einen Boden fallen kann. Also. Ja. Ah. Wieso hast du überhaupt Steinwerkzeuge? Wo sind wir denn hier? In der Steinzeit oder was? Ja, ich wollte dieses rare Eisen wollte ich nicht ständig verbauen. Ich hab eine Diamantspitzhacke. Warte. I'm gonna pop something. Um nochmal drauf zurückzukommen, was ich jetzt gerade hier in dem Strip finde. Ich habe aktuell 25 Diamanten dabei. Vielleicht kommt auch ein Creeper und tötet dich. Kann nicht. Du bist ein Diamantenjunge. Ja, was? Ja, in so einem Strip hier kann kein Creeper sein. Doch. Ich leuchte ja aus. Aber das Problem ist, ich habe gleich keine Fackeln mehr. Überall können Creeper sein. Wenn du mir sagst, wo du bist, kann ich dir Fackeln bringen. Ich komme aus den dunkelsten Ritzen rausgekrochen. Er hat Ritze gesagt. GV hat Ritze gesagt. Ja, I. I, Max. I. Fui! Fui, Max. Fui. Fui, Max. Ist in der Natur zu sehen, überall, wo du hinkommst. Meinst du auf Nacktbadeanstalt und so weiter? In Nacktbadeanstalten? Überall Ritzen. Soweit das auch gereicht. So viele Emos? Nein, nicht Ritzer. Der Ritzer. Ritzen. Der Ritzer. Im Arm. Der Ritzer. Ich hab jetzt an die Popo-Ritze gedacht, aber gut. Kauf jetzt die Deluxe Premium Edition und bekomm einen Emo gratis dazu. Kriegt ihr gratis Rasierklinge dazu. Okay, das war böse. Okay, so, Schluss jetzt. Bis jetzt. Bestellen Sie noch heute die erste Ausgabe des Ritzers und erhalten Sie gratis den ersten Teil des großen Ritzerflügels. Ach so. Für 1,99. Jeder weitere Teil kostet irgendwie 10 Euro oder so des Hefts. Kennt ihr das nicht? Bauen Sie sich jetzt Ihre eigenen Rasierklinge. Ja, bauen Sie sich jetzt die Goy-Fock in den Original. Ausgabe 1 für 1,99, Ausgabe 2 bis 100 und dann Euro. Es gibt in Hamburg voll viele so Souvenirs mit der Gorch Fock und allem möglichen. Ja, aber mir fiel jetzt gerade nichts anderes ein. Aber kennt ihr nicht diese Werbung? Natürlich. Wir haben, also mein Vater und ich haben damals versucht, diesen Roboter da zu machen, den es mal gab. Nein! Wie der Tod. Nee, aber hier ist gerade neben dem TNT ein Creeper explodiert und ich war mir nicht sicher, ob das TNT eventuell auch explodiert. Die gute Frage ist, wie kommt das TNT dahin? Bauen Sie jetzt die Gorch Fork 1:1. Klicken Sie nur auf den Link. Wir haben kein Essen mehr. Was?
Ich hab genug Essen. Du hast kein Essen mehr. Ich hab Tacos. Ich hab Tacos. Möchtest du schon Bären essen? Möchtest du meine Taco? Verkauft der immer noch Tacos? Lass mich da einen Taco der sehen. Verkauft noch Tacos. Die anderen Villager sind ja alle gestorben, weil die Zombies irgendwie durch Wolleblöcke hauen können. Echt? Wolleblöcke. Ja, auf dem Markt haben wir keine Leute mehr. Wolle Petri. Erdnüsse sind noch da im Lager. Also wenn es ernst wird, können wir Erdnüsse essen. Ich habe auch noch ein Feld mit Getreide, was unten unter der Mühle steht und voll aus. Du musst nur rechts klicken, ja, dann pflanzt du automatisch an und kriegst das Weizen weg. Was? Los, Bauer. Du musst zum Weizen gehen und rechts klicken. Echt? Ja. Ja. Seit wann das denn? Das ist seitdem wir das Spiel hier spielen. Bin skeptisch. Das ist das Modpack, das macht sowas. I'm skeptical. Im Übrigen, Leute, es waren die Mumins. Ja, ich hab nachgeguckt, es waren die Mumins, die mich begruselt haben. Und es war eine Folge, wo es relativ düster war, eventuell hat es geregnet und es kam eine Höhle vor. War diese Höhle nass? Der Typ. Vom Faxi, ey. Man muss seinem Ruf ja recht werden, ne? Maxi McFly, meine Damen und Herren. Der Ruf! Ich habe einen neuen Spendensound bei Twitch. Kennt ihr Sister Act? Ja. Da fragt doch die eine Nonne so sie, und wann hat der Ruf dich erreicht? Sie so, was? Welcher Ruf? Ah, der Ruf! Der Ruf hat mich damals erreicht. Ja, stimmt. Der Ruf! Anna, ich schnaub irgend so ein Pferd. Was machst du da unten? Hallo, ich hab dich gesucht. Wo bist du denn? Ich bin wieder hoch. Oh. Bin wieder hier. Aber ich werde jetzt gleich erstmal eine richtig dicke Diamantenparty machen. Jimmy, was machst du alles für einen Diamanten? Nix. Ist das genug? Und was machst du für 25? Nix. 25 mal nix. Mal 2. 25 mal nix. Wobei, du hast sehr, sehr harte Verhandlungspartner da. Und du, Anne? Hier ist ein Dino in der Lava. Oh nein, der T-Rex ist an der Lava verreckt. Ich würde gerne wissen, was du für 25 Diamanten machst. Was macht das TNT an der Schule? Oh Gott. Nein. Oh nein. Also, ich weiß nicht, aber es war eine kleine Revolte gegen das Bildungssystem hier. Holy fuck! In New Nethertown. Oh mein Gott. Hab ich mich erschreckt. Kann mir jemand bitte erklären, was gerade bei Anne abgeht? Ich weiß, nur mal so ein bisschen. Ist es ich wollte gerade sagen, ist das ein erregendes Gelächter oder mehr so ein panisches Gelächter? So wenn ich sage, ach du Scheiße, bitte helf mir, dann ist es natürlich ein erregendes Gelächter. Wie geht's dir denn so mit dabei? Erregung, hab ich's gesagt. Ja, das dachte ich mir schon, Jivi. Hey, Jivi, dann stören wir auch nicht weiter, lassen wir sie einfach. Da war ein mega creepiger Dino, der war richtig schnell und hat mich verfolgt. Das war Jurassic Park, war nix dagegen. Schrecklich. Die Moomins waren nix dagegen. Das ist nicht witzig, verpiss dich. Jivi, du sollst dich verpissen, hast du es gehört? Nein. Jivi ist auch so ein Dino. Oh. Ich mag Dinosaurier. Ja. Hab jetzt Kind gerne mitgespielt. Ich werde die dich fressen wollen. Das hast du als Kind gerne mitgespielt, ne? Wenn du so ein kleiner Hausstegosaurus, ne? Ich mag Dinos. Punkt. Punkt. Komma. Punkt. Strich. Fertig ist das Dino-Gesicht. Das ist das Dino-Gesicht. An dieser Stelle grüßen wir den McManus. Was? Das Dino-Gesicht. Das Dino-Gesicht. Was? Ach, Dino. Hab ich denn nochmal diesen Stein gemacht? Was hat der Manus denn damit zu tun? Ja, das ist doch der, oder? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Nein. Ich würde gerne lieber wissen, warum es hier unterirdische Dinos gibt. Weil da Lava ist, wahrscheinlich. Aber das sind nicht diese Lava-Dinos. Die sind da das damals sind so reingefallen und leben. Hast du den Film hier, wie heißt das hier, wo die in Reise zum Mittelpunkt der Mittelpunkt Erde? Ja, genau. Ja, den habe ich am Wochenende mit Rookie geguckt. Das siehst du? Ist deine Frage beantwortet. Da war aber nur ein T-Rex. An dieser Stelle viel Grüße an Wookie. Und übrigens war der Film voll mittelmäßig, aber ich durfte nichts dagegen sagen, weil Stevo den gut fand.
Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich glaube, den habe ich mir nicht angesehen. Der ist ein bisschen, also ist halt ein Kinderfilm, ne? Genauso wie Atlantis, dieser Disney-Film. Der war gut. Der war okay. War der von Disney? War der nicht von hier dem anderen? Ja, der war von Pixar doch, oder? Nee. Nein. Ich vergesse das immer, wie die Dreamworks. Heißen. Dreamworks. Der war gut. Ja. Der war okay. Den war auch gut. Anne wollte erst sagen, schlecht, aber jetzt hat sie gesagt, Gro hat gesagt, gut und Nee, war okay. Ich fand das, ich fand den TNT-Typen am geilsten. Aber da sind auch mega viele gestorben. Stimmt. Das sind richtig viele verreckt. Disney verrecken doch andauernd, Leute. Nee, bei Disney verreckt voll selten. König der Löwen. Ja, die waren sehr menschlich. Das ist voll selten, dass mal jemand stirbt bei. Ach, hier ist ein Spawn-Ding von denen. Ach du Scheiße. Ein Spawner ist hier von diesen Dinos. Anne, ich komm zu dir und dann werden wir den Spawner richtig mal durchnehmen. Ich hab schon. Ich bin gerade. Ich bin für die schlüpfrigen Witze hier verantwortlich. Aber Goro, ich hab etwas gefunden, das möchte ich dir gern schenken. Oh yeah. Ein Schlüpfer? Anne, ich sehe schon deinen Namen, ich bin auf dem Weg. Ja, schrei meinen Namen. Anne, schrei meinen Namen. Ach nee, ich soll deinen schreien. Anne! Anne! Moment, nein, du sollst meinen Namen schreien. Jetzt komm mal schnell hierher. Wo muss ich denn raus? Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Wo muss ich denn rein? Also es gibt da mehrere Eingänge. Hallo? Oder man macht sich selber ein. Du hast auch gar keine Rüstung. Ja, weil ich voll gestorben bin. Guck, Guru, ich möchte dir etwas schenken. Du Närrin. Das Gold. das war ja schnell vorbei, der Hai. Nein, warte mal. Anne. Sollen wir die mal spawnen lassen, die Dinos, damit du die mal siehst? Ich esse jetzt das Herz. Nein, natürlich nicht. Also, was hast du? Khaleesi. Khaleesi. Okay, die Folge ist eine. Da sind sie! Oh, guck mal, wie süß sie sind! Sag doch, das ist mega creepy. Die sind ja süß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.